Hey Leute, wir sind jetzt bei meiner Mama. Heute mal woanders den Vlog gestartet. Und zwar haben wir gerade Paddys Schwester zum Augenarzt gebracht, weil ihr wird heute ihr Auge aufgeschnitten. Schwester. Sie hat ein Gerstenkorn und es wird jetzt aufgeschnitten. Ja, wenn nicht ihr Augapfel. Also ihr Auge wird halt ja operiert sozusagen. Was ist das? Nee, oder? Ach so. Voll nothing special. Guten Morgen. Na, guten Schlaf. Na, wer fühlst du denn mit so deine Virginia? Wir haben unseren Drucker. Mama, du bist ja weiß im Gesicht. Mhm. Hast du dein Gesicht gebleached? Mhm. Sieht gerade doppelt da. Nee, mach jetzt super. Hast du noch einen Schuppau? Hä? Boah, die dritte ist doch geil. Ja, übel. Also bei meiner Mama ist immer so kalt, wie es auch draußen ist. Nee, kein Tag. Draußen habe ich nicht gefroren. Ja, weil Stromsparer, wisst ihr? Damals mussten wir immer vom PC mit Winterjacke. So Winterjacke und Schalmütze. Und dann irgendwann wurden die Hände so blau. Ja, und dann haben wir Handschuhe angehabt. Stimmt. Keine. Wie? Keine Schuhe. Scheiße. War gut, ja? Ja, ich muss schlafen. Ja, dann geh schlafen, zurück. Mach das. Bist du reich? Ich geb Gemüse. Hast du genug geschlafen? Du 5 Stunden. Ja, das ist genau. Anna und Mama kochen gerade Pancakes. Ich guck mir gerade die Snapchat-Story von Shanti durch. Sie ist eindeutig sehr in Drake verliebt. Opfer! Ich hätte das Snapchat Katharina da. Und dann Damm Katharina. Die hat gesagt, Damm Katharina. Schade, jetzt Katharina da. Alter. Ever since I learned you. Da-da-da-da, Mama. Was, Mama? Kann ich einen Söder holen? Ja, ja. Du bist doch genau dein Hebe. Der hier. Ah, da. Mhm. Oh, lecker, 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 lecker. Lecker, lecker. Mach deine Pfanne und dein Pfannenwender ist für den Arsch. Dings, was soll ich sagen? Anna und ich haben was sehr Cooles geplant. Und zwar... Nicht verraten. Verraten es nicht. Okay. Aber vielleicht. Wir machen was ganz Geheimes. Ja, scheiße. Sorry, Leute, ich wollte es euch verraten, aber Anna. Es liegt an Anna. Jetzt werde ich wieder gehatet. Danke. Verhatet. Legt sich mit mir an. Geschmuckt. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade von meiner Mama gegangen und haben Katrin abgeholt. Wir sind jetzt gerade beim Zoll und warten noch, bis wir drankommen. Ja, Leute, wir haben Drogen geholt. Nee, weil ihr die Sachen kaufen im Zoll. Hä? Für so. Wenn Sachen vom Ausland einfach. Ja, China bestellt haben, vor allem so Fake-Sachen. Ja, aber das Problem ist. Wir haben uns 20.000 gefälschte Louis Vuitton gewonnen. Verkaufen es als echte weiter hier, gell? Das ist schon zu geschimpft. Auf jeden Fall haben wir so ein Schreiben bekommen. Also wir haben eigentlich was von Sigma bestellt. Und Sigma kommt ja aus USA. Bisschen blöd. Deswegen ist es jetzt hier und das liegt schon seit 10 Tagen hier. Ja. Deswegen, wir haben nur noch 4 Tage Zeit gehabt. Seht ihr das? Das passiert mit meinem Nagellack immer. Aber sieht cool aus irgendwie. Meine ist voll hässlich. Du bist hässlich. Deine Mutter steht. Deine Existenz ist hässlich. So, wir waren jetzt gerade beim Zoll
Und wir waren jetzt eine Stunde lang unnötig da drin. Weil wir haben ja von Sigma sowas bestellt, also Pinsel und sowas. Also hätten wir kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen von Sigma. Aber dadurch, dass der Zoll das halt abgefangen hat und das insgesamt einen Wert hat von 330 Euro oder so, hätten wir Zollgebühren drauf zahlen müssen und die Mehrwertsteuer. Und das wären dann knapp 100 Euro gewesen. Und dann dachten wir uns so, Alter, nee, dann lassen wir das. Weil wir haben ja einfach nur so viel ausgewählt, weil wir gedacht haben, okay, kriegen wir kostenlos. Und dann im Endeffekt zahlen wir dann 100 Euro. Das wäre uns nicht wert gewesen. Deswegen haben wir es zurückschicken lassen. Und haben halt dann noch Lagergebühren einfach drauf gezahlt. Also halt nur die Lagergebühren gezahlt. Ja, auf jeden Fall scheiße und unnötig. Und weil ich habe, also mir ist es schon voll oft passiert, dass mir zum Beispiel Firmen oder so Sachen geschickt haben, von denen ich gar nichts weiß. Die haben es einfach geschickt, weil die halt mir schon mal was geschickt haben. Und dann ist es beim Zoll gelandet und da habe ich was. Oh, krass, shit. Ups. Ja, da war gerade eine Frau mit richtig, richtig krass roten Haaren. Egal, auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Genau, es ist mir schon passiert. Dann habe ich einen Brief vom Zollamt bekommen, dass ich ja, da halt ein Paket habe. So, und dann dachte ich mir so, ich weiß nicht, ich habe es irgendwie vergessen. Dann habe ich das ignoriert. Und dann habe ich irgendwann eine Rechnung, eine Mahnung bekommen, weil ich eine Rechnung bezahlen musste. Also irgendwie ein Wert, also irgendwie 60 Euro oder so. Dann habe ich es wieder ignoriert. Dann habe ich wieder eine Mahnung bekommen und dann sind wieder 20 Euro mehr draufgegangen. Also Gebühren und alles Mögliche. Und am Ende musste ich 100 Euro zahlen für nichts. Deswegen voll nervig. Ich dachte immer so, wenn es beim Zoll landet, dann wird der Zoll dann irgendwann sagen, okay, nach 14 Tagen schicken wir es zurück. Ja, genau. Ich dachte, die schicken es dann einfach zurück, so scheiß drauf. Aber nee, ich muss trotzdem zahlen, obwohl ich die Ware nicht erhalte. So ein Scheiß. Und, ach so, Katrin ist übrigens da. Sie mit ihrer Augenklappe. Weil, haben wir es schon erzählt, sie hat eine Operation gehabt im Auge. Ja, schon so. Okay. Ja, haben wir es erzählt. Ja, hast du eigentlich Hunger? Wer, ich? Ja. Ja. Ja, sollen wir Chikäfte essen? Also, warst du da schon? Nee. Und echt, warst du noch nicht? Mhm. Müssen wir probieren? Können wir machen. Weil es ist hier direkt auf dem Weg. Ja. Richtig hässlich. Mit der Musik. Wir haben uns wieder Chikäfte geholt. Ja, ey. Leute, immer schlagt uns wieder immer das Gleiche. Ja, und ihr schlagt uns nicht, das ist voll cool. Ich bin vegan. Ne? Ich bin vegan, ne? Ich bin vegan, ist gut. Kein schlechtes Gewissen. Nassen. Ja, sind Nassen. So Leute, Planänderung. Wir haben. Oh, das sind Hühner. Ja. Hab ich gar nicht gecheckt. Und zwar, wir haben heute total verpeilt, dass unsere Cousine Geburtstag hat. Und heute, das war richtig peinlich. Also wir haben jetzt gerade übrigens Katrin heimgefahren. Und ja, genau, das war so. Ich wollte meinen Drucker bei meiner Cousine holen, weil sie hat meinen Drucker und ich muss ja. Ich muss meine Steuern machen und brauche den Drucker. So, das war das, was wir eigentlich machen wollten. Deswegen sind wir zu meiner Mama gefahren, weil sie da in der Nähe wohnt. So. Dann wollten wir zu ihr fahren und dann habe ich sie angerufen. Dann hat sie mich angerufen und gesagt, ja, steht das dann heute Abend und so? Und dann habe ich gesagt, hä, was ist denn heute Abend? Und dann meinte sie, ey, ich habe Geburtstag. Voll peinlich. Ich vergesse sowas immer. Ich vergesse Geburtstage echt immer. Aber sie hat gesagt, sie wusste schon, dass wir es vergessen haben. Sie hat das Problem. Und deswegen, sie hat schon geplant, uns heute dran zu erinnern, weil wir es eh vergessen. Aber das Problem ist, eigentlich ich bin so eine Person, ich denke wirklich an jeden Geburtstag. Ich schreibe immer von uns beiden immer aus. Ja. Aber wenn Leute schon zwei Wochen vorher kommen und sagen, ja, ich feiere meinen Geburtstag an dem Tag, dann vergesse ich es. Ja. Oder die Leute, die sagen jeden Tag, oh, nur noch eine Woche, da habe ich Geburtstag. Bei denen, an dem Tag, ja. Das
So. Weil immer die Leute, die in der Schule jeden Tag daran erinnert haben, in so und so vielen Tagen habe ich Geburtstag, in so und so vielen Tagen, morgen habe ich Geburtstag. Und am nächsten Tag denke ich mir so, heute war irgendwas. Heute war irgendwas, aber ich weiß nicht mehr. Ja, auf jeden Fall voll peinlich. Deswegen fahren wir jetzt schnell in die Stadt, weil um 18 Uhr, oder? Mann, ich weiß nicht. Auf jeden Fall treffen wir uns mit ihr in einem Restaurant, mit ihren Freundinnen. Die hat es schon so lange gesagt. Mhm. Keine Ahnung. Die sind in die Gruppe geschrieben. Wir haben, mit jedem eine Gruppe. Oder? Ja. Was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, gestern haben wir die Snaps von Bonnie gesehen. Hat sie erzählt, wegen ihrem Zahnarzt. Nee, wegen ihrer Wurzel, also wegen ihrem Zahn auf jeden Fall. Die einen anderen haben das wirklich gesehen. Und dann hat man uns gedacht, so krass. Wir waren schon nicht mehr beim Zahn. Wir waren bestimmt schon 5 Jahre nicht mehr. Und dann habe ich mich zurückerinnert, warum ich eigentlich nicht mehr war. Der Zahnarzt hat gesagt, ich brauche eine Zahnspange, deswegen bin ich nicht mehr hingegangen, weil ich dachte so, nee, ach was, ich brauche keine. Meine Zähne haben sich jetzt schon wieder verschoben, aber ich finde es noch gar nicht so schlimm. Ich meine, viele denken jetzt bestimmt so, hey, du hast aber gerade Zähne, aber nee, ich habe, also, die drehen sich schon so ein. Also nach ein paar Jahren werde ich einfach richtig schiefe Zähne haben, deswegen hätte ich es eigentlich schon früher machen müssen. Oder sollst du es jetzt machen? Aber ja, und ich hatte als Kind richtig, richtig viele Löcher. Deswegen war ich echt jeden Monat beim Zahnarzt. Deswegen habe ich keinen Bock mehr auf Zahnärzte. Echt, das ist so schlimm, weil auf den Philippinen hatte man, also... Haben wir gar nicht Zähne geputzt. Zähne haben wir schon geputzt. Ich weiß noch, der Schulbus musste warten. Ach ja, eine Sekunde. Das war nicht gründlich. Und zweitens, manchmal, wir konnten uns dann auch keine Zahnbürste mehr leisten. Und dann haben wir immer etwas Zuckerrohr genommen. Ja. Oder mit unserem Finger. Stimmt. Wenn wir uns eine Zahnpasta leisten können. Stimmt. Das kann ich mir voll gut erinnern. Deswegen, ich hatte auch richtig, richtig viele Löcher. Weil bei mir war es echt so vorne, waren die Zähne immer so richtig... Oh, es riecht verbrannt. Mhm. Es riecht nach Gummi. Aber diesen Geruch haben wir schon mal gehabt. Also wenn ihr jetzt meine Zähne sehen würdet, dann würdet ihr echt den Kopf schütteln. Von außen sieht es echt ganz gut aus, aber von innen, also meine ganzen Backenzähne sind eigentlich echt voller Füllungen. Und bei mir ist auch noch das Ding, ich habe keine Keramikfüllung oder ich habe halt nicht diese künstliche weiße Füllung, sondern ich habe eine Goma-Füllung drin. Das ist die kostenlose von der Krankenkasse, weil meine Mutter fand es einfach zu teuer, weil am Anfang, ich weiß ganz genau, mir wurden, glaube ich, 4 Zähne gemacht. Und dann kam eine Rechnung von über 200 Euro und meine Mama war es einfach dann zu teuer, weil die mussten da noch 10.000 Zähne auch noch machen. Das wäre einfach zu teuer gewesen. Ja. Und Kat, sie hat voll Glück mit ihren Zähnen gehabt, weil sie hat nicht so viele Löcher gehabt. Hey, obwohl wir eigentlich gleich viele Süßigkeiten gegessen haben. Ja, aber ich habe das doch genetisch, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Also ich bin anfälliger einfach. Scheiß KWS, Alter. Meine Zähne sind auch gerade. Ja, gib bald an. Entertaining, but it's over now. Broken-hearted-girl-Lieder. Broken-hearted. Und jetzt ist es so.
Yeah, yeah, yeah. Das war das erste Lied, das von ihr gemacht. Das ist alle, das hat schon sehr bekannt geworden. Alter, ich kann mich genau an das Video erinnern mit ihrem Bauch frei, ne, Alter. Das hat sie so. Das hat sie schon gebraucht. Ja. Gerade übrigens bei Paddy. Es ist schon relativ spät. Was haben wir eigentlich davor gemacht? Genau, davor waren wir auf dem Geburtstag. Aber da habe ich gar nicht gefilmt. Da haben wir nicht gefilmt, weil Privatveranstaltung. Ja, ansonsten, Juli ist jetzt gerade bei uns zu Hause. Weil, keine Ahnung. Das ist unser Schlafzimmer. When you walk out the door, lift the sail on me. Wer euch fragt, wer es ist, One Piece. Everybody wants to. Kannst du One Piece?